Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part mit mir, dem Mr. Horror Jumper, zu Dino Crisis 2. Ja, im letzten Part ging es ja nicht so viel zu sehen, leider, aber das macht nichts, jetzt umso mehr, denn wir können uns entscheiden, wo wir als erstes hinfahren werden mit unserem Schiffchen. Dritte Energieeinrichtung oder Edwards City. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo man als erstes hin sollte, aber ich würde sagen, Edwards City hört sich doch gut an, oder? Genau, da fahren wir nämlich jetzt auch hin. We're surrounded. Don't worry. I'll take care of this. So, jetzt ist es nämlich unsere Aufgabe, diese Viecher abzuwehren. Schieße mit der Kanone auf die Dinosaurier, bis das Ziel erreicht ist. So, ihr seht, wir haben hier so ein Fadenkreuz. Das finde ich eigentlich mal eine gelungene Abwechslung. Auch wenn das, je nachdem, auch sehr schwer sein kann. Oben ist unsere Lebensanzeige. Da unten ist der Radar, wo dann quasi Gegner auftauchen. Oder wo wir gerade sind, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Weil wenn der Radar... Ne, da sind so rote Punkte, mehrere. Ah, von dem einen Punkt bis... Ja, wo der eine rote Punkt ist, bedeutet, da waren wir, glaube ich. Oh Mann. Ah, ich kann sogar gedrückt halten. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht... Man müsste... Wow. Ich habe echt gedacht, man müsste die ganze Zeit drücken, ununterbrochen, aber man kann gedrückt halten. Ja, man merkt schon, dass es auf Mittel ist. Da diese Gegner nicht einfach locker lassen und schon viele kommen. Wie das auf schwer ist, weiß ich nicht. Jetzt kommen hier sogar so Flugsaurier. Die holen wir mal schnell vom Himmel. Oh Gott. Immer schön überall gucken. Nee, ihr kriegt uns nicht. Könnt ihr vergessen. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich war nicht schnell genug. Okay, dann machen wir mal weiter so. Jetzt kommen beide davon, war ja klar. Die Langhälse, die hasse ich am meisten. Aber sind diese Viecher eigentlich nicht friedlich? Obwohl, ich glaube, die sehen nur so aus wie diese einen Pflanzenfresser, oder? Wenn ihr da drüber Ahnung habt oder so, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Da ich auch irgendwie mal gerne neue Sachen lernen würde. Oder... Ja, ist halt Allgemeinwissen vielleicht auch irgendwo ein bisschen. Wenn man das so sieht. Das ist ja irgendwie Vergangenheit. Quasi wie Geschichtsunterricht. Oh. Aber die ganzen Viecher hier, die nerven so derbes. Alter. Ich glaube, wir haben es jetzt gepackt, oder? Good job, we're here. Sharp shooter, aren't you? Hang around the arcade much? Klar. Immer doch. Cockpit, jetzt sind wir wieder drin. Oh, wir haben so viel Kombos geschafft. Wäre ich bloß nicht getroffen worden. Ja, jetzt sind wir wieder Regina. Oder Regina, wie auch immer die das da aussprechen. Ja, mit ihr können wir auch den Flammenwerfer nehmen. Wir können sogar die Waffen nehmen. Mal gucken, vielleicht können wir jetzt was Neues kaufen. Tatsächlich. Wow, der Raketenwerfer schon. Na. Da, Mist.
Ich würde sagen, wir sparen für den Raketenwerfer, weil schweres MG, nein, das will ich noch nicht. Oh, was haben, was ist das denn? Powerbatterie? Ah, das ist auch sehr wichtig. Ich kaufe aber erst das. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen mehr geschützt. Oh, dann, oh, ja. Ah, für den Elektroschocker. Leute, das, doch, das speichere ich. Das muss gespeichert werden. So. Schade, ich hätte zwar gerne gespart für den Raketenwerfer, aber das macht nichts. Stimmt, hier kann man das ja nachlesen. Wir benutzen. Mit dieser Karte wird Combo länger an... Ah, ja, stimmt. Genau, und so kriegen wir dann auch besser die Kombos hin. Gut. Edward City. Wir sind da. Wo ist denn Dylan, oder wie der heißt? Ah, da steht er. Na? Let's just try to start from the areas we can, okay? Gut, ihr habt ihn gehört, das machen wir auch. Stadtfront Dock. Hier sieht alles so verlassen aus, ne? Das muss ich sagen, erinnert mich so ein bisschen an Parasite Eve. Es liegen dort viele kleine Gegenstände, keiner davon scheint nützlich zu sein. Was ist hier? Okay, das können wir nicht anquatschen. Nach einer Zeit nervt das auch immer, alles anzuquatschen. Eine große Maschine zum Heben und Reparieren der Jetbikes. Die Maschinenteile sind koordiniert. Es befinden sich Insekten darauf. Okay. Es muss gerade repariert worden sein. Das Innere der Maschine liegt offen. Was ist das denn? Schaltpult? Es ist eine Kontrollkapsel für einen kleinen Kran. Die Steuerungsanleitung befindet sich auf der Konsole oben. Die Energieeinheit ist jedoch verbrannt und er kann nicht benutzt werden. Gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Dieser Aufzug hat im Moment... Hat im Moment keinen Strom. Er kann nicht benutzt werden. Können wir denn wenigstens durch diese eine Tür, die da unten war, wenn da überhaupt eine Tür war? Ich meine schon. Ja. Sie ist verschlossen. Um sie zu öffnen, brauchst du die Zugangskarte zur Stadt. Okay, Leute. Edward City ist schon mal nichts für uns. Da müssen wir später hin. Vielleicht dürfen wir jetzt wieder diese Dinos abknallen. Das heißt, eventuell, wenn ich diesmal nicht getroffen werde, kriegen wir einen satten Bonus. Aber wie gesagt, eventuell. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Nein, da wollen wir nicht hin. Ich denke mir mal, weil das direkt nebenan ist, wird das jetzt nicht so ein Problem sein. Und wir müssen auch nichts abschießen. Nee, müssen wir nicht. Nur wenn wir da über diese... ja, über diesen ganz weiten Weg fahren müssen. Dann kommt das, glaube ich, immer. Genau, jetzt sind wir hier. Und hier kommen auch diese komischen Langhälse aus dem Wasser, meine ich. Zwar jetzt noch nicht. Hör, wo ist der eigentlich? Ist der schon mal vorausgegangen? Weiß der schon mal Bescheid? Ganz genau, die meinte ich. Es sind Kisten aus Holz und Stahl drin. Die hölzernen sind verrottet. Ja, verrottet. Und die stählernen verrostet. Sie sind nicht zu gebrauchen. Hier, das ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Und nicht immer dieses genaue Schießen meistens. Weil die halt, wie gesagt, aus dem Wasser nur kommen. Aber man sollte diese Viecher trotzdem nicht unterschätzen. Ja, wieder saftig Punkte bekommen.
Aber das erinnert mich an den Film. Oh nein, schnell, 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 schnell. An den Film, kennt ihr den? Deep Blue Sea. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr so einen geilen Hai-Film haben wollt. Also über Haie. Da diese Haie intelligent sind und auch sich auf so einem Art Territorium abspielen. Das ist sehr, sehr interessant und auch cool gemacht. Und da spritzt Blut und so weiter. Also das ist garantiert was für euch. Also für die, die auch gerne Horror oder sonstiges gucken oder einfach nur pure Action wollen. Also wie gesagt, Deep Blue Sea ist zu empfehlen. Ey, wie viele kommen? Als wenn so viele hier überall sind. Das ist doch echt extrem. Oh, was haben wir denn da? Nein, wir lassen uns nicht von dir treffen. Oh, großes Medipack. Die finden wir ja eher selten. Schnell, ich will Punkte. Boah, wir kriegen so viele Punkte hier. Es freut mich hier gegen diese Viecher zu kämpfen. Das ist auf jeden Fall voll gut. Ich glaube, wenn ich auf schwer spielen würde, würde ich hier sowas von leveln. Ja, okay. Vielleicht habe ich auch zu viel versprochen. Weil hier diese Flugsaurier sind. Und ich eigentlich gar keinen Bock auf die habe. Ah, Mann, lasst mich doch in Ruhe. Ohne Scheiß, der Kampf gegen die Dinos ist das längste im Spiel immer. Das war im ersten Teil garantiert hundertprozentig anders. Da ging es sich eher um die Rätsel. Aber da waren ja auch eine Menge Rätsel. Ja, dritte Energieeinrichtung, Lager. Ihr seht, da oben ist schon ein Kamerad gestorben. Ja, toll. Haben wir den nicht getroffen? Sowas liebe ich ja immer wieder, ne? Hallo? Wow, sogar Konter. Wie soll ich den bitte schön treffen? Boah, meine Güte. Nein, Heilung. Ich nehme doch jetzt kein großes Medipack, wie sehe ich aus? Allgemein hätten die sich die irgendwie sparen können auf dieser Stufe. Wie viele? Ich glaube, hier wäre das schwere MG am besten gegen diese Viecher. Papiere eines Soldaten. Es sieht so aus, als ob dies unser Ende sei. Wir haben dies alles überlebt, nur um von Menschen getötet zu werden. Wer sind Sie, diese Leute in den Reiteranzügen mit den Helmen auf den Kopf? Irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen, aber ich glaube, ich habe den Schlüssel für diese Einrichtung verloren. Wie dumm von mir. Das kann nur an einem Ort passieren, passiert sein in der Nähe des, in der Nähe der Quelle im Dschungel. Ach Leute, das ist das, wo ich gesagt habe, da kommt dieses Blatt immer. Jetzt erinnere ich mich. Quelle im Dschungel, dafür, dass sie so klein ist, was? Dafür, dass sie so klein ist, ist der Lauf der Quelle ziemlich schnell. Ich muss schnell dahin zurück, sonst treibt die Strömung den Schlüssel weg. Die Disk, die ich Colonel Mason bringen sollte, wurde von den Helmen gestohlen. Ich glaube, die Daten hatten etwas mit einer Autopsie zu tun. Ja, genau da. Ich hatte also doch noch recht. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Das heißt, wir müssen uns da den Schlüssel holen. Suche die Schlüsselkarte der dritten Energieeinrichtung in der Nähe der Quelle im Dschungelgebiet. Ja, da ist das. Wir wissen.
Na, was hat er denn noch? Er muss in den letzten Tagen gestorben sein. Sein Körper sieht in der Mitte aus, als ob er weggeblasen worden sei. Es scheint, dass ihn die geflügelten Biester gefunden haben. Ja, wenn das so ist. Was ist das denn? Sie ist elektronisch verschlossen. Um sie zu öffnen, brauchst du die... Ah. Schade, ich hätte gerne meinen Elektroschocker benutzt. Ja, gegen euch würde ich auch mal gerne den Elektroschocker benutzen, aber euch damit zu treffen ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Zumal ihr mir ziemlich auf die Nerven gehen könnt. Dritte Energieeinrichtung, Gehweg 2. Nein, ich habe keine Lust auf euch Flugsaurier, da kämpfe ich lieber gegen diese Langhälse. Ja, macht Tech-Team gegen mich. Ist ja nicht so, als ob ich hier nicht versuche, einfach durchzulaufen. Die Viecher sterben einfach so schnell und man kriegt so schnell Kombo-Zahlen. Boah, wenn ich jetzt den Raketenwerfer kaufen könnte, gleich, das wäre ja der Hammer. Ich glaube, ich stehe perfekt in der Mitte, wo die ganze Zeit die Dinos immer und wieder auftauchen. Wie viel Combo wir jetzt schon gerissen haben. Unglaublich. Unglaublich. Na, wie viele Punkte gibt das? Boah, 10.000. Oh Mann. Aber vor den Weglaufen ist auch nicht so gerade prickelnd. Was aber merkwürdig ist, da wir jetzt hier drauf sind, warum die da nicht auch irgendwie erscheinen. Ich finde, hier hätten die auch irgendwie so machen können, dass sie da aus dem Wasser hervorkommen. Aber irgendwie haben die das doch nicht gemacht. So, schön und gut, schnell zur Bank. Oder, ja, was heißt Bank? Shop. Leute, wir können ihn kaufen. Boah, feuert drei Lenkraketen auf einmal. Sicherlich eine der stärksten Waffen. Gekauft. Okay, Werkzeuge nix vorhanden. Nix da. Na, teuer, ne? Ja, ich wusste es. Speichern kommt nicht in die Tüte. Wir fahren jetzt erstmal. Wir dürfen jetzt bestimmt sicherlich wieder diese einen Viecher abknallen. Oder? Nee? Okay. Ging ja einfacher, als ich gedacht habe. Wie viel Muni haben wir? Oh, wir haben nur noch 350. Und wir haben nicht wirklich... Ah, egal. Für Notfall nehme ich einfach Raketenwerfer. Oh, ich weiß auch schon, welches Opfer das abbekommen wird. Leute. Yes, genau. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Und da wir jetzt dieses süße Baby hier bei uns haben... Geht's ab wie Schmitz Katz. Ja, der Anlegeplatz. Willkommen. Oh ja, du weißt gar nicht, was dich erwartet. Oh, schon Geschichte. War das jetzt der Weg? Ich meine schon. Ja, das war der Weg. Oh, und wir haben direkt ziemlich gute Punkte gemacht. Ist hier noch so einer? Wenn ja, komm her. Ich freue mich über so einen.
Wahrscheinlich musste man erst diese Sache aufheben, damit man den überhaupt finden konnte. So, ich versuch's jetzt. Da, es geht jetzt. Jetzt kann ich es auf einmal wieder anquatschen. Zwischen den Felsen befindet sich eine Quelle. Blätter und andere leichte Gegenstände treiben mit dem Wasser. So, jetzt kommt das. Ja. Mal gucken. Okay, das kann ich nicht aufheben. Das heißt, wir müssen das jetzt verfolgen. Ja, immer schön im Blatt hinterher. Haben ja nichts anderes zu tun. Da vorne. Da ist eine Zugangskarte. Sie muss durch die Strömung hier hingekommen sein. Dritte Energie-ID-Karte. Also die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission. Da das Patrouillenschiff nun betriebsbereit ist, erkunde jetzt die noch unerforschten Gebiete. Aber vorher hat das nicht geblinkt, oder? Oder geglitzert oder geschimmert, wie auch immer. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte eben noch was gesagt haben. Naja, ich laufe gerne irgendwie mit dem Raketenwerfer auf jeden Fall rum. Ihr habt ja gesehen, was er reißen kann. Und wir kriegen dadurch sehr, sehr schnelle Erfahrungspunkte. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt wieder diese Viecher abschießen dürfen. Kann auch sein, dass das random ist. Oder nur an bestimmten Zeiten so der Fall ist. Jetzt sind wir wieder im Cockpit, Leute. Yes. Gut. Genau, hier müssen wir hin. Tatsache, irgendwie kommen die nicht mehr. Wahrscheinlich, weil Dylan irgendwie auch nicht mehr da hinten drauf ist. Wahrscheinlich liegt es daran. Weil der könnte die dann ja nicht abschießen. Eigentlich ist diese Waffe viel zu schade, sie jetzt weiter zu verwenden. Ach ja, ich schieße damit noch ein bisschen rum. Aber bei den Flugsauriern werde ich versuchen abzuhauen. Aber ihr müsst doch ehrlich sein, diese Punkte darf ich mir doch nicht entgehen lassen. Ich glaube, als nächstes Projekt werde ich, ja, Parasite Eve, den ersten, machen. Wobei er auf Englisch ist und ich und Englisch ist eigentlich nicht so gut. Ich kann es natürlich probieren. Da ich noch nie einen Parasite Eve Teil durchgespielt habe, ich habe auch den zweiten. Ich habe den mir sogar extra gekauft. Ja. Werden wir ja sehen. Und danach würde ich sagen, weil dann habe ich irgendwie keine Survival-Horror-Titel mehr so in der alten Generation. Und das heißt, es kommt die neue Generation dran. Oh yes. Dann heißt es, kein Augenkrebs mehr für die, die es vielleicht gestört hat oder mich deswegen wahrscheinlich nicht abonniert haben, weil die halt damit vielleicht nicht groß geworden sind oder so. Ja, dann kommen nämlich auch die anderen Titel von Silent Hill zum Beispiel, der zweite, dritte, vierte und so weiter und so fort. Weil ich finde, PlayStation 2 war ja schon kein Augenkrebs mehr. Also das war ja schon ziemlich angenehm. Beziehungsweise GameCube ja auch. So, Leute, jetzt sind wir hier. Und werden attackiert. Von diesen Mistviechern. Schnell. Objekt. Hätte mich gewundert, wenn es nicht funktioniert hätte. Oh, Gehweg 3.
Na, hier kommen wieder wahrscheinlich unsere Freunde. Ah ja. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was da ist. Ich glaube, das ist auch so ein Zusatzteil, was wir brauchen. Es ist eine Box für kleine Reparaturgegenstände. Du brauchst einen Schlüssel, um diese Box zu öffnen. Ja, toll, den haben wir aber nicht. Was gibt's denn hier? Die Steuerung für die Treibstofftanks. Die Treibstoffanzeige steht auf 0. Es ist nicht nötig, sie zu benutzen. Können wir hier entlang laufen? Ja, können wir. Ja, und kaum laufen wir da entlang, kommen unsere freundlichen Langhälse. Boah, Leute, heute habe ich ja richtig Bock auf Dino Crisis. Zumal das richtig jetzt ins Laufen kommt und nicht mehr dieser öde Anfang. Ich mag zwar Dschungel und so weiter, aber nach einer Zeit, da weiß man echt nicht, was man dazu sagen soll. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch in den letzten zwei Parts vielleicht so ein bisschen gemerkt. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es da jetzt gleich auch einen Shop. Ich meine schon, dann füllen wir nochmal alles auf und so und dann will ich auch den Part beenden. Weil jetzt alles nochmal hier vorlesen und so, weil hier gibt es wahrscheinlich wieder jede Menge Sachen. Das dauert dann auch zu lang. Oh, okay, hier gibt es nichts Neues. Gut, ich fülle dann mal davon die Munition auf. Nee, ich lade da erstmal nur nach. Eigentlich ziemlich billig. Wie teuer war jetzt eigentlich die eine Waffe? Oh, das Geld haben wir ja fast. Heilung. Kleines Medipack. So. Ja, ich wollte eigentlich speichern, ne? Speichern, speichern. 1. Genau, das wollte ich speichern. Gut. So, meine Freunde, es wird Zeit, diesen Part hier zu beenden. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten, denn jetzt geht endlich mal so ein bisschen die Post ab mit mehr Waffen und habt ihr nicht gesehen. Anstatt immer dieses, ja, dass man quasi der Gejagte ist, anstatt andersherum. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Haut rein, meine Freunde.